Liebe Zuschauer, die Autobranche ist einmal wieder im Fokus und die Aktienkurse geben deutlich ab. Dabei hat die Autobranche schon einen schwachen Monat hinter sich. Im August ging es rund 6% nach unten und auch heute Daimler, BMW und VW wieder deutlich im Minus. Was steckt dahinter? Das verrät uns immer Jürgen Dietrich, unser Aktienexperte hier auf dem Stuttgarter Parkett. Ja, Jürgen, was ist der Grund für die erneute Abwärtsbewegung? Ja, es gibt mehrere Gründe. Also natürlich zu einerseits haben wir die schwebenden oder möglichen Strafzölle aus den USA. Es soll praktisch dann morgen am Mittwoch nochmal wegen China verhandelt werden, wegen Kanada, wegen dem möglichen NAFTA-Nachkommen. Das heißt, einerseits ist die politische Situation natürlich alles andere als entspannt. Andererseits kam jetzt auch am Wochenende erneut Vorwürfe hoch, die eigentlich schon älter sind, dass bei Volkswagen nicht nur bei den Dieselfahrzeugen, sondern auch bei den normalen Benzinern, also bei diesen mit Automatikgetriebe, dass da auch geschummelt werden soll. Das heißt, mit diesen Abgastests, dort soll auch auf dem Prüfstand soweit manipuliert worden sein, dass der Verbrauch und der CO2-Ausstoß nicht dem tatsächlichen CO2-Ausstoß zum Beispiel während der normalen Fahrt entsprach. Das Kraftfahrzeugbundesamt hat dann gesagt, okay, die Vorwürfe sind schon älter, wir sind dem Ganzen schon nachgegangen, wir haben das Ganze schon überprüft, wir haben noch keine Anhaltspunkte. Trotzdem ist natürlich die Stimmung und die Sorge da, dass es natürlich zu einem nächsten, diesmal nicht Diesel-, sondern Benzinskandal kommen könnte. Ja, viele Nachrichten, die natürlich dementsprechend belassen. Wirecard hingegen eine ganz andere Geschichte. Also wenn man sich den Kurs die letzten Wochen angeschaut hat, erkannte er eigentlich nur eine Richtung, richtig doll zugelegt. Und da könnte es morgen dann richtig spannend werden, ne? Ja, wir wären heute fast sogar schon bei der 200-Euro-Marke gewesen. Ich glaube, 199,30 war das hoch. Wir haben dann wieder ein paar Gewinnmitnahmen gesehen auf dem Parkett. Die Aktie steht ja kurz davor, in den DAX aufgenommen zu werden. Also dass sie aufgenommen wird, ist eigentlich mittlerweile ohne Frage. Die Hauptfrage ist natürlich, für wen kommt sie rein? In dem Fall sehr, sehr wahrscheinlich für die Commerzbank. Also es gibt noch so eine minimale Restchance in sehr, sehr komplizierten Konstellationen. Aber wir gehen mal davon aus, dass morgen Abend dann die deutsche Börse bekannt gibt, dass die Wirecard die Commerzbank ersetzt. Das heißt, ein neues Fintech-Unternehmen könnte man sagen, also wo es um digitales Bezahlen geht, um Transaktionen, eigentlich da, wo die Commerzbank hin will, in Sachen Digitalisierung, die ersetzt dann diese alte, klassische, traditionelle Bank. Ich meine, von der reinen Marktkapitalisierung ist Wirecard jetzt schon bei 20 Milliarden, die Commerzbank bei 10 Milliarden. Also man sieht schon die Größenunterschiede, hat Wirecard sogar fast schon die Deutsche Bank eingeholt. Ja, die Geschichte natürlich super spannend, auch so ein bisschen ein Riesenwechsel, der da ansteht. Das Fintech-Unternehmen ersetzt die altehrwürdige Bank, spannende Geschichte und die Hoffnung, die hat natürlich den Kurs wie wild angetrieben. Wir sind gespannt, was morgen Abend rauskommt und vor allem, wie dann die Anleger reagieren, wenn tatsächlich die Indexaufnahme erfolgt. Weil dann gibt es manchmal ja auch ganz gerne Gewinnmitnahmen. Ja, man muss auch betrachten, okay, was ist denn die letzten Wochen schon passiert? Das heißt also, das mit der Commerzbank und Wirecard, das ist schon auch schon sehr weit eingepreist. Das heißt, wenn wir uns mal zurückschauen, im März war es so, dass ProSieben relativ überraschend aus dem DAX geflogen ist für Covestro. Da war es so, dass die Anleger nicht wirklich darauf vorbereitet waren. Das heißt, die Aktie ist kurz danach um 5, 6, 7% abgestürzt. So eine Reaktion wäre zumindest überraschend bei der Commerzbank, eben weil sie in den letzten Wochen schon sehr, sehr unter Druck stand, eigentlich keine Kursgewinne mehr verzeichnen konnte und auch weil Wirecard schon sehr, sehr positiv gelaufen ist. Sagen wir es mal so, alles andere als die Aufnahme in den DAX wäre die Überraschung und es würde womöglich massive Kursverluste dann mit sich bringen. Also wenn die Wirecard nicht aufgenommen werden sollte oder die Commerzbank eventuell doch irgendwie im DAX drin bleiben sollte, ich glaube, dann wäre die Reaktion auf so eine Nachricht doch deutlich krasser. Ja. Wir schauen uns das morgen auf jeden Fall an. Schauen wir noch auf den Gesamtmarkt. Man sagt ja, der September ist einer der schwächsten Börsenmonate im Jahr und in diesem Jahr scheint es auch zu stimmen. Der Auftakt, muss man sagen, wirklich schwach. Ja, wir sind heute wieder minus 1,5% etwa. Der DAX ist jetzt gerade so unter die 12.200 Marke gefallen, also auch da die nächste Unterstützung, die leider nicht gehalten hat. Wir sind gerade so 12.160 die letzten Minuten gewesen und 12.180. Die Autobauer ziehen das Ganze natürlich nach unten. Die Sorge vor den Strafzöllen, das treibt natürlich alles den Markt nach unten. Als nächstes könnte zum Beispiel heute Nachmittag der Einkaufsmanager-Index in den USA neue Impulse geben. Gestern war ja Feiertag in den USA, das heißt, da hat der Handel so ein bisschen stagniert und die Impulse haben gefehlt. Heute könnte das um 16 Uhr dann sein. Ansonsten vielleicht nächste Woche die EZB, die vielleicht auch eine Kehrtwende einbringen könnte. Also ein paar Ereignisse, die doch noch für Impulse auf dem Parkett sorgen können. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Spannend ist es allemal. Liebe Zuschauer, soweit unser wöchentlicher Blick auf den Aktienhandel hier an der Börse Stuttgart. Wie immer die wichtigsten Themen mit unserem Experten hier auf dem Parkett. Jürgen, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.